Freundinnen und Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich zu der heutigen Veranstaltung Griechenland, Demokratie unter Beschuss, Arbeitskämpfe und Solidarität in Zeiten der Krise. Die Veranstaltung ist organisiert und vorbereitet worden von einem Vorbereitungskreis aus Real Democracy Now Berlin und Griechenland, dem Arbeitskreis Internationalismus der IG Metall Berlin, dem Verdi-Fachbereich Medien, Kunst und Industrie, Berlin-Brandenburg, dem Bündnis Wir zahlen nicht für eure Krise in Berlin und wird unterstützt von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt. Es gibt keine Griechenland-Rettung. Gerettet werden Banken, Versicherungen, institutionelle Anleger, die griechische Anleihen halten. Allein aus dem ersten Kreditvertrag vom Mai 2010, von den 110 Milliarden Euro, der übergroße Teil, 92 Milliarden, eigentlich gleich sozusagen den Schalter und landen wieder bei den Gläubigern. Hinzu kommen noch ungefähr so 16 Milliarden Euro an Zinsen im Jahr. Also wer das alles aufaddiert, es ist trotzdem noch ein Geschäft. Banken verdienen mit der sogenannten Staatsschuldenkrise in Griechenland immer noch. Σε θερμούς χαιρετισμούς των απεργών χαλιβουργών που για 135 μέρες βρίσκονται στον δρόμο αυτή τη στιγμή. Zuallererst möchte ich Ihnen die warmen Grüße der streikenden Stahlarbeiter übermitteln, die seit 135 Tagen nun auf der Straße sind. Και βρίσκονται στον δρόμο τόσες μέρες, διότι δεν δέχτηκαν τις μειώσεις και το σπάσιμο των συλλογικών συμβάσεων που προσπάθησε να περάσει η εργοδοσία. Und sie sind so lange schon auf der Straße, weil sie nicht akzeptiert haben, dass ihre Löhne gekürzt werden und dass ihre Tarifverträge gebrochen werden, so wie es die Arbeitgeber gefordert haben. Ας γίνει αυτό που λέγαμε για την Ελλάδα, ας γίνει για όλη την Ευρώπη. Όλη η Ευρώπη, ας γίνει μια χαλιβουργία. So soll der Kampf der griechischen Stahlwerke einfach nur ein Funken sein. Der unseren Kampf nicht nur in ganz Griechenland, sondern in ganz Europa ausbreitet. Lass uns ganz Europa zu den griechischen Stahlwerken machen. Στις 15 Ιουλίου τότε μας ανακοινώθηκε ότι επειδή δεν μπορούν να πάρουν δάνεια από την αγορά, δεν έχουν χρήματα να μας πληρώσουν. Am 15. Juli trat unsere Zeitung offiziell in die Krise ein. Dann wurde uns bekannt gegeben, dass die Zeitung kein Darlehen bekam, kein Geld da war, um es zu bezahlen. Es wurde eine Drittgesellschaft eingestellt, um die Zeitung zu rationalisieren. Und die Technokraten dieser Gesellschaft erstellten den folgenden Plan. Πρώτον, ότι η εταιρεία θα είναι συνεπής προς όλες τις υποχρεώσεις της, εκτός από το να πληρώνει μισθό στους εργαζόμενους της. Zuallererst, dass die Gesellschaft allen ihren Verpflichtungen nachgehen wird, außer ihre Angestellten zu bezahlen. Και δεύτερον, όταν η εφημερίδα θα βρει το δάνειο, θα εφαρμόσει ένα business plan προεβλεπτικό ότι θα απολυθούν παραπάνω από τους μισθούς εργαζόμενους. Und zweitens, dass sobald ein Darlehen gefunden wird, ein Businessplan angewandt werden würde, der vorsah, dass über die Hälfte der Arbeitnehmer entlassen wird. 30% der Ελλήνων αυτή τη στιγμή ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. 30% der Griechen leben zurzeit unter der Armutsgrenze. Ξένες ανθρωπιστικές οργανώσεις. Σαν και αυτές που τόσα χρόνια η Ελλάδα υποστήριζε σε αποστολές στη Σομαλία ή τη Ρουάντα, τώρα πια έρχονται στην Αθήνα. Ausländische humanitäre Organisationen, die teils über all die Jahre von Griechenland unterstützt wurden, zum Beispiel in Somalia, kommen jetzt nach Athen. Οι γιατροί του κόσμου κάνουν λόγο για μια πόλη σε ανθρωπιστική κρίση. Die Ärzte ohne Grenzen reden über eine Stadt in einer humanitären Krise. Στην Αθήνα, μόνο στα συσίτια που οργανώνει η Εκκλησία, συντίζονται καθημερινά 250.000 άνθρωποι. Nur in Athen nehmen an den von der Kirche organisierten Volksküchen täglich 250.000 Menschen teil. Στη Θεσσαλονίκη, το 10% του πληθυσμού ζει με μηδενικό εισόδημα.
In Thessaloniki lebt 10% der Bevölkerung mit einem Nulleinkommen. Μόνο μέσα στους τελευταίους δύο μήνες, πέντε άνθρωποι πέθαναν στον δρόμο από το κρύο. In den letzten zwei Monaten sind fünf Leute auf der Straße von der Kälte gestorben. 20.000 είναι οι νέοι άστεγοι λόγω της κρίσης. Die neuen Obdachlosen wegen der Krise sind ca. 20.000. Πάνω από 200.000 άνθρωποι δεν έχουν καμία πρόσβαση στο σύστημα περίθαλψης. Über 200.000 Menschen haben keinerlei Zugang zum Gesundheitssystem. Σύμφωνα με την ελληνική ψυχιατρική εταιρεία, φτάσουν 10 Έλληνες, είναι στο όριο της κατάθλιψης. Laut der griechischen psychiatrischen Gesellschaft befinden sich 7 unter 10 Griechen in der Grenze. Όλες οι προσπάθειες δήθεν για τη μείωση του δημοσίου χρέους. Alle Versuche, die angeblich stattgefunden sind, um die öffentlichen Schulden zu reduzieren. Κατά τη γενική ομολογία και της άλλης πλευράς, της αντίπαλης πλευράς, auch für die andere Seite, έχουν αποτύχει. Sind misslungen. Σε δύο χρόνια μέσα, το δημόσιο χρέος από 120% του ΑΕΠ πήγε 170% του ΑΕΠ. In zwei Jahren sind die öffentlichen Schulden von 120% des BIP auf 170% des BIP gestiegen. Η επίσημη ανεργία από 9% τώρα είναι 21%. Die offizielle Arbeitslosigkeit von 9% auf 21% gestiegen. Οι νέοι κάτω των 25 ετών αντιμετωπίζουν ανεργία 52% αυτή τη στιγμή. Unter den jungen Leuten unter 25 Jahre ist die Arbeitslosigkeit zurzeit 51%. Και μάλιστα με αχρηστικές τάσεις. Tendenz steigend. Και αχρηστικά η ύφεση 25-30% μέσα σε λίγα χρόνια. Und die Rezession, das Zusammenschrumpfen der Wirtschaft, 25-30% in drei Jahren. Ιστορικά πάντα μόνο σε χώρες που βρίσκονται σε πόλεμη κατάσταση. Das trifft man historisch gesehen nur in Ländern an, die sich im Krieg befinden. Οι οικονομικές και πολιτικές ελίτες έχουν εξακολουθήσει έναν βίαιο πόλεμο ενάντια στην εργατική τάξη. Die wirtschaftlichen und politischen Eliten haben einen Krieg gegen die Arbeiterklasse begonnen. Αν μείνουμε μόνο στο συλλογικό εργατικό δίκαιο και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, wenn wir uns auf das Tarifrecht und die Arbeitsrechte beschränken, θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τις επιτυχίες τους στην Ελλάδα στο εξής σύνθημα. Könnte man ihre Erfolge in Griechenland auf die folgende Parole zusammenfassen? Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, τέλος. Keine freien Tarifverhandlungen mehr. Also die griechische Aktivisten und Aktivistinnengruppe Real Democracy Now Berlin Sear begrüßt euch zur heutigen Veranstaltung. Ich lese den Text jetzt vor, den wir alle zusammen verfasst haben. Diese Veranstaltung ist ohne Zweifel von besonderer Bedeutung. Sie besitzt einen stark symbolischen Charakter. Zum ersten Mal, seitdem die Finanzkrise ausgebrochen ist, sitzen Arbeiter und Arbeiterinnen, Gewerkschaftler und Gewerkschaftlerinnen aus Deutschland und Griechenland zusammen im selben Raum, tauschen sich direkt aus, informieren einander über die Verhältnisse in ihren Gesellschaften, erfahren über die gemeinsamen Mühseligkeiten, die sie ertragen müssen, ohne Vermittler. Befreit von Vorurteilen und die Hetzpropaganda, die die Medien in beiden Ländern absichtlich verbreiten. Endlich beginnen diejenigen, die zum zigten Mal aufgefordert werden, für die Krise zu zahlen und Rechte einzubüßen, sich zu vernetzen, sich gemeinsam zu wehren. Der gemeinsame, grenzüberschreitende Kampf und die Solidarität sind die einzigen effektiven Mittel gegen das perfekt vernetzte Lobby der EU-Technokraten, IMF, G20 und Banken, die den Abbau des Sozialstaates und den radikalen Kapitalismus weltweit um jeden Preis fördern. Griechenland stellt momentan das größte Experimentlabor der neoliberalen Doktrin dar. In Griechenland herrscht ein sozialer Krieg und dieser Krieg kann leider schneller als man denkt sich auf andere europäische Länder ausbreiten. Man darf nicht mehr passiv zuschauen. Man muss Partei ergreifen. Wir müssen die internationale Solidarität der Völker wiederentdecken.